Auf. Bin gespannt, wie weit das Hexenhaus noch entfernt sein wird. Die Blume ist aber offensichtlich. Ärgert es immer noch, dass wir die eine Blume verpasst haben. Die Prinzessin zögerte, verlor sich in Gedanken. Sie hielt die Blume, die sie dem Prinzen aufgepflückt hatte. Eventually ist bei mir eventuell. Ach ja, schließlich nickte die Prinzessin mit Entschlossenheit und verwandelte sich vorsichtig, so dass sie die Blume nicht zerstörte. Sie versuchte ihm die Blume in ihrer wahren Form, also wahren Gestalt zu geben. Ihre Finger, also ihre Klauen eigentlich, zitterten vor Angst. Aber am Ende hatte sie noch nie ihm eine Blume als Wolf gegeben. Versucht sie jetzt wirklich? Ich verstehe, was sie versucht. Sie versucht halt, die Beziehung zwischen Menschen und Monstern irgendwie aufzuheben. Also quasi sich daran zu gewöhnen, sich in Wolfsform mit ihm abzugeben. So ein bisschen. Aber ich kann mal... Was wollen wir der Hexe geben für seine Augen? Ich kann mir nur vorstellen, dass sie ihr Leben opfern würde, um dem Prinzen seine Augen wiederzugeben. In dem Wissen, dass sie jetzt quasi eine wunderschöne Zeit mit ihm zusammen hatte dafür. Die Blume schien ihr zu sagen, dass ihr bestialisches Selbst niemals gut genug sein würde für ihn und dass sie immer ein Monster sein wird, welches nur weiß, wie man andere verletzt. Hime, どうかしたの? Prinzessin, ist irgendetwas? Die Wölfin war erschrocken, des Prinzen Stimme zu hören. Sie schaute traurig und verwandelte sich zurück in ihr Prinzessinnen selbst. Nein, es ist nichts. Bitteschön. Die Prinzessin lächelte wehmütig, als sie dem Prinzen die Blume gab. Das Prinzens sonst so fröhliches Lächeln erfüllte sie diesmal mit Schmerz. Mag ich. Wo die Gegner scheiße sein können. Ich hab nichts gesagt.
Pfui und weg mit euch. Ihr seht eigentlich voll cool aus. Aber ihr schadet uns. Du Vogelfee, jetzt stirb endlich. Wie so weit entfernt vom Prinzen. Mitkommen. Voll die schöne Kristallhöhle. Oh, lebt er noch? Er lebt noch. Mit Anlauf. Hui, jetzt geht's. Okay, für 2 Blätter mache ich das. Und runter. Ich liebe diese Pilze. Super safe. Nein, nein, nein. Schön an der Hand bleiben. Oh. Das Feuer erleuchtet die Dunkelheit. Okay, ich brauche eine Laterne. Nein, 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 mein Prinz ist tot. Menno. Ich war's nicht. Es war der blöde Vogel. Lass dich jetzt mal, warte, ich lass dich hier stehen. Nicht mit mir. 2-mal falle ich nicht auf denselben Trick hinein. Oh, hier ist eine Laterne, das ist super. Wir müssen eh nochmal zurücklaufen. Oh, warte, Blatt. Verstecktes Blatt. Weil wir müssen ja Feuer holen für die Laterne. Das da vorne leuchtet ja noch nicht. Müssen wir die Laterne immer mal wieder anzünden, glaube ich. Mitnehmen. Jetzt im Inneren irgendwie immer noch mit mir wegen diesen echt verdammt schweren Rätsel vorhin. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so beißen wird. Ich dachte mir eigentlich so, boah, cool. Stellen wir uns der Herausforderung und nicht dem Shortcut. So viel dazu. Huch! Mein Prinzen verloren. Oh, Tanäschen! Ach nö, ey. Was? Wieso überleben wir das denn der Prinz nicht? Müssen wir nicht ernsthaft. Oh, doch, müssen wir. Also. Oh, ich hab schon vergessen. In der Höhle dort war auf jeden Fall nichts. Aber es gibt einen Grund, warum die Höhle dort existiert. Ich habe Angst, dass da oben dann Gegner sind. Aber ich brauche das Licht des Prinzen, sonst sehe ich nichts. Wenn da oben Gegner auf uns warten, könnte es problematisch werden. Warum ist da so eine Ecke? Entweder um uns zu confusen, weil sie halt dann existiert und ich habe keine Ahnung. Oben ist halt Licht. Aber es gibt. Als ob du. Es geht links noch weiter. Oh, jetzt auch gesaved, oder wie? Ach, jetzt sind wir oben. Kann ich bitte nochmal Feuer haben? Ich will da links mal lang. Jetzt im Dunkeln lang. Die Plattform fährt nicht nach oben. Oh, ich könnte. Wir haben da jetzt voll was verpasst. Ich komme halt nicht um das Feuer. Nochmal zurück. Hier sind Pilze. Hier müsste es okay sein. Da oben war jetzt auch nochmal was. Das wurmt. Da links ist, glaube ich, noch irgendwas. Aber wir kommen halt nicht mehr hin, weil wenn ich da jetzt runterspringe, sind wir tot. Bist du ein Prinz manchmal? Sind wir oben? Was ist der Prinz? Ich sehe nichts. Ich glaube, hier ist er. Oh, geschafft.
Ich sehe nichts. Wir kommen aber auch nicht hoch. Nope. Hier unten schien aber auch noch was zu sein. Ich bin voll. Das ist schon mal in irgendeinem Spiel so ein ähnliches Level. Das hat mich auch richtig gewurmt dann. Weil du bei solchen dunklen Level nie weißt, ob du alles hast. Ist übelst das Sonnenlicht. Stand da jetzt Brühe? Ach nö. Wie soll denn das hier jetzt funktionieren? Ach so, ja, natürlich. Ach, ich bin doch dämlich. Ich habe jetzt die Hälfte verpasst, ja, das weiß ich. Das ist halt kacke Level. Es ist wunderschön, aber es ist halt auch echt anstrengend kacke. So, Krone sitzt. Easy. Da oben war bestimmt irgendwo eine Blume versteckt. Ich könnte es wetten. Kann ja mal gucken. Ich komme gerade nicht in die Optionen rein, what the fuck? Ich komme nicht in die Optionen rein. Das Spiel lässt mich nicht. Okay, komisch. Die Prinzessin führte den Prinzen durch die dunkle Höhle. Sie versuchte ihr Bestes, um ihn vorsichtig zu geleiten. Aber der Grund unter ihr, also der Grund, auf dem er stand, kollabierte. Prinz! Die Prinzessin ergriff seine Hand, aber sie konnte ihn nicht hochheben, also hochdrücken, in ihrer jetzigen Form. Nein, das Trauma von ihm! Oh nein! Sie könnte ihn mit Leichtigkeit retten in Wolfsform, aber wenn ihre Hand ihn immer noch hält. Und sie sich in einen Wolf verwandelt, würde er wissen, dass sie das Monster war. Sie versuchte verzweifelt, ihn hochzudrücken. Und ihr gesamter Körper zitterte. Leider konnte sie ihn nicht länger halten und ihre Kräfte verließen sie. Unwilligerweise ließ sie seine Hand los. Also ungewollt. Oh nein, schrie die Prinzessin. Sie schaute, wo er hingefallen war und sah ihn liegend in einem schmalen, flachen Loch.
息も止まりそうです。ですが、王子はすぐに体を起こし、大丈夫というふうに手を振りました。 Ihr wurde schwarz vor Augen und ihr Herz war gefüllt mit Sorge oder mit Ängsten. Aber der Prinz setzte sich schon bald wieder auf und winkte. Er war komplett okay. Der Grund, auf dem er landete, war leer. Also hat der Prinz nicht gelitten und hat auch hat keine Verletzung erlitten. Und die Prinzessin fühlte sich erleichtert. だけど姫は自分の手を見つめます。そこには王子を引き上げることもできなかった。非力で小さな手。姫はこれから先もちゃんと王子を守っていけるのか不安を感じ始めるのでした。 Aber die Prinzessin schaute sich ihre Hand an, welche schwach und klein war und dem Prinzen nicht helfen konnte. Sie fühlte sich unwohl und... Achso, sie fühlte sich unwohl darüber, ihn in der Zukunft weiterhin beschützen zu können. Also unsicher, eher gesagt. Ah, Zweifel säen sich in ihren Kopf. Nicht gut.